Mahlzeit, Freunde, aus dem sonnigen Mal einen schönen Gruß. Also Ursprung war ja eigentlich die Idee, dass wir hier einen Beitrag machen, was Kaufberatung angeht, bezüglich eines E31, worauf ihr zu achten habt. Das Ganze würde ich jetzt mit einer Sache verbinden, dementsprechend zwei Fliegen mit einer Klatsche zu erlegen. Das heißt, oder Begründung dafür ist, einfach ein sehr guter Freund von mir und gleichzeitig auch sehr guter Kunde. Den hat es gesundheitlich leider sehr erwischt und in dem Zuge würde ich dann einmal gerne dieses Kaufberatungsvideo machen und gleichzeitig dann auch einen wunderschönen 850 CI anbieten, den wir uns nachher in Ruhe angucken werden und währenddessen werde ich euch dann auch so ein paar Sachen erklären, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr euch so ein Fahrzeug zulegen wollt. Kurze Geschichte zu dem Auto, warum das verkauft wird, habe ich ja gerade schon erwähnt. Der gute Bekannte ist leider, gesundheitlich hat sie ihn böse erwischt und er ist jetzt nun leider gezwungen, sich von seinem Fuhrpark zu trennen. In diesem Video wird auch noch ein Alpina B12 6.0 gleichzeitig gezeigt. Und es geht einfach darum, dass ich ihm da helfen möchte, diese Fahrzeuge zu veräußern und dass sie auch in gute Hände kommen. Und ja, alles Weitere werdet ihr heute in diesem Video sehen, bezüglich dieses Fahrzeugs und des Alpinas. Was an diesem Fahrzeug alles gemacht wurde. Das werden wir dann aber alles verbinden, wenn wir gleich das Auto in der Halle auf der Hebebühne haben und dann werde ich euch da Näheres erklären. Bis gleich. Ja, was haben wir hier gemacht? Fangen wir mit der Musikanlage an. Dem Kunden oder meinem Freund, meinem besten Freund, war einfach wichtig, dass man alles so originalgetreu optisch beibehält wie nur möglich. Dementsprechend haben wir da drauf Acht gegeben. Trotz des ganzen Umbaus ist hier das Originalradio verbaut geblieben. Das heißt, die Nutzung des CD-Spielwechslers im Kofferraum, des Kassettendecks, was hier noch drin ist und auch funktioniert, und natürlich des Radios, das ist alles noch gegeben. Optional haben wir hier ein Bluetooth-Modul verbaut, denn wir haben im Kofferraum, da kommen wir später zu, da werdet ihr gleich ein paar Bilder sehen, sind zwei Verstärker verbaut worden von der Firma Mosconi. Das Ganze läuft voll aktiv, ist auch dementsprechend von einem Profi abgestimmt worden. Schönen Gruß an David Smirzak von Audio Destination, hast wieder Spitzenarbeit geleistet. Also falls ihr mal irgendwie darüber nachdenkt, euch eine HiFi-Anlage ins Auto zu verbauen, werdet ihr nachher noch im Link sehen. Audio Destination in Borken, super genial, ja. Spitzenleute, da werdet ihr nur bestens beraten und ihr bekommt das, was ihr wirklich braucht. Und es geht nicht darum, dass da Geld verbrannt wird. Zurück zum Auto, dementsprechend das Einzige, worum man hier im Innenraum erkennt, ist, dass hier eine Anlage verbaut wurde, das sieht man an den Hochtongehäusen. Diese Hochtongehäuse, die wurden extra von uns, oder das haben wir natürlich nicht im Hause gemacht, haben wir einen anderen Betrieb machen lassen, wurden extra aus einem Stück Alu gedreht, anschließend Pulver beschichtet und die sind dort, wie man hier sieht, an den Spiegeldreiecken befestigt. Ansonsten optisch auf den ersten Blick nicht zu erkennen, dass hier in irgendeiner Art und Weise K-HiFi-mäßig irgendwas gemacht wurde. Ja, wie gesagt, im Kofferraum zwei Mosconi-Endstufen, alles voll aktiv. Gleichzeitig befindet sich dann in dem Fahrzeug noch eine Lithium-Ionen-Batterie, damit natürlich die Verstärker auch dementsprechend ordentlich mit Dampf versorgt werden. Trennrelese ist verbaut worden. Das nur so als kurzen Anriss. Klanglich ein absoluter Leckerbissen, kann ich nur empfehlen. Also ich glaube, es gibt nur wenige, die sich über sowas in dem Auto freuen können. So, nun zum eigentlichen Thema in diesem Video. Also, wie gesagt, dieses Auto steht zum Verkauf und dann nutze ich gleich die Chance und werde euch an diesem Auto mal hier und da mal erläutern, worauf ihr zu achten habt beim Achterkauf. Weil es ja doch ein recht komplexes Fahrzeug und da gibt es halt einfach einiges zu beachten. Sonst kann man es ja ganz schnell verkaufen.
ein Achter, der günstig ist, ist zu 99% nicht immer gut oder meistens überhaupt gar nicht gut. Es handelt sich dann leider um meistens um Mülltonnen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Den Spruch kennen wir alle. Das heißt, ein Achter, der toll aussieht, die Erfahrung zeigt, ja, von 10 Achtern, die toll aussehen, sind leider 8 Stück eine technische Grotte und man kann sich bei einem Achter ganz schnell verkaufen und dann wird es echt teuer. Wir fangen damit an mit dem Fahrwerk vorne. Worauf hat man zu achten? Es fängt damit an, beim Achter, der hat eine Kugelumlauflenkung und die Erfahrung zeigt, egal wie hoch die Kilometerleistung oder die Laufleistung ist, aufgrund von, ja, ich sag mal, nicht ausreichender Benutzung schlägt diese gerne aus. Kann man ganz, ganz einfach feststellen. Man wackelt ein bisschen am Lenkrad und guckt gleichzeitig aufs Rad. Und wenn sich da was bewegt, ist es gut. Ja? Wenn sich da nach übertrieben heftigen Lenkbewegungen nichts bewegt, dann ist definitiv was ausgeschlagen. Da gilt es dann zu prüfen, ob einmal die Spurstangenköpfe ausgeschlagen sind, die befinden sich hier, oder die mittlere Spurstange. Wenn dort kein Spiel ist, dann wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit so sein, dass das Lenkgetriebe einfach ausgeschlagen ist und müsste dementsprechend dann ausgetauscht werden. Weiter geht's mit den Druckstreben. Das sind diese Bauteile. Problematik ist, ich habe ganz oft gehört, ja, warum die Druckstreben sind doch vor kurzem neu gekommen. Problematik ist dahingehend, viele, ja, packen das Ding auf eine Hebebühne und montieren dann einfach bei ausgefedertem Fahrzeug diese Druckstrebe. Und das ist das große Problem. Ja, da es sich hier um ein Gummilager handelt, ist es bei dieser Geschichte ganz wichtig, diese Schraube erst festzuziehen, wenn das Fahrzeug auf seiner eigenen Achse steht. Denn dann haben wir genau den Einbauwinkel, den wir brauchen. Wenn das Fahrzeug ausgefedert ist, diese Schraube angezogen wird, ist es ganz schnell passiert, dass dieses Gummilager nach kürzester Zeit einfach ausreißt und dementsprechend ist dann der nagelneue Lenker, der locker um die 120, 150 € kostet oder auch mehr, einfach kaputt ist. Wäre schade, ist darauf zu achten. Das nächste ist hier der Querlenker. Da ist meistens die Problematik folgendes: nicht, dass diese Bauteile ausschlagen, wie dieses Kugelgelenk. Hier ist auch ein Kugelgelenk verbaut. Hier ist einfach das Problem, dass sich hier über dem Kugelgelenk eine Manschette befindet. In diesem Kugelgelenk ist Fett, ja, und das soll dann natürlich drin verbleiben, damit alles ordentlich geschmiert ist und nicht ausschlägt. Diese Manschetten, ja, ich habe viele Achter da gehabt, wo die ja noch, ich sag mal, Erstausrüstung hatten und dann waren die Fahrzeuge irgendwas zwischen 15 und 25 Jahre alt. Gummi härtet aus, wird porös, die Manschetten gehen kaputt, gehen auf. Kann ich euch gleich ein paar Bilder zeigen und dann kann Wasser eintreten, Kugelgelenk in den kommen nichts kaputt. Das wäre vorerst erstmal die Vorderachse, darauf ist zu achten, sprich Achsteile wie Querlenker, Druckstrebe, Spurstangen, mittlere Spurstange und Lenkgetriebe. Jetzt widmen wir uns mal einmal der Hinterachse. So, Hinterachse. Ja, Achter Hinterachse ist durchaus beeindruckend, weil die ist sehr komplex, besteht aus vielen Ersatzteilen oder Einzelteilen, um es richtig zu sagen. Und Hauptproblematik auch hier ist, wie an der Vorderachse, einmal an Kugelgelenken, dass dort die Manschetten kaputt gehen, Fett tritt aus, Wasser kann eintreten, Kugelgelenk in 0,0 kaputt. Das nächste, was wir haben, ist, dass hier ein Gummilager ist, was natürlich mit der Zeit auch wieder aushärtet, reißt aus. Was ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, ist, man hat hier eine Kerbe und dort eine Kerbe am Lager, dass diese falsch verbaut wurden und dann ja denselben Effekt haben wie an der Vorderachse mit der Druckstrebe. Das heißt, das Gummi wird im falschen Bereich belastet, reißt aus, Gummi nur kommt nichts kaputt, also kann man den ganzen Quark hier wieder ausbauen, alles wieder neu machen. Die Druckstreben schlagen mit der Zeit gerne nicht aus, haben auch das Problem mit der Manschette und oben haben wir ein Gummilager, ist auch wieder dasselbe, reißt mit der Zeit gerne aus. Dann haben wir die Querstrebe, hat genau dasselbe Problem, ist ein Gummilager drin, altersbedingt reißt es meistens ein. Nächste Problematik ist dieser Querlenker hier oben, der obere Querlenker. Da ist eigentlich nur ein einziges Problem und zwar da oben befindet sich ein Kugelgelenk auch. Dieses Kugelgelenk gibt es bei BMW nicht einzeln und man muss für teuer Geld diesen ganzen Querlenker kaufen. Gibt es aber Abhilfe, gibt es eine Alternative, werde ich euch in Zukunft verraten, wo ihr sowas herbekommt, unter anderem bei mir.
Das nächste ist, wenn man schon mal die Hinterachse einmal macht, weil es macht wenig Sinn, beim Achter einfach nur ein paar Gelenke neu zu machen. Die Gelenke sind alle alt. Ein bisschen hier, ein bisschen dafür, dazu. Ihr erneuert beispielsweise diese Strebe auf beiden Seiten. Lasst den alten, den ganzen anderen Kram einfach alt. Ja? Und kurze Zeit später habt ihr das nächste Problem an der Hinterachse, dass ein nächstes Bauteil kaputt ist. Ich muss zugeben, Arbeitsaufwand sehr umfangreich, ist auch nicht günstig, aber im Endeffekt spart ihr Geld an, weil wenn man das einmal richtig macht, dann hat man auch lange Ruhe. Auch wichtig, zumindest mache ich das so immer und die Kunden waren jedes Mal begeistert, dass wir dementsprechend die Hinterachse ausbauen und die Tonnenlager auch erneuern. Also ich habe vielen Kunden, die wirklich davon überzeugt waren, dass sie einen guten Achter haben. Hatten sie auch, gar keine Frage, aber ein altes Fahrwerk. Und viele Achterfahrer wissen überhaupt nicht, wie gut ein Achter wirklich fahren kann. Jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, haben mir alle Kunden bestätigt, dass da Welten zwischen liegen. Also ein überholtes Fahrwerk an einem Achter, das ist wirklich unfassbar, was das im Fahrverhalten alles verändert. Wenn es dann natürlich vorausgesetzt und auch ordentlich vermessen und eingestellt wurde. Nächste Geschichte ist beim Achter, die Kardanwellen machen gerne mal Probleme. Da müsst ihr auf Folgendes achten. Wenn ihr ein Achter Probefahrt, wenn ihr im Lastbereich Vibrationen im Hintern merkt und diese Vibrationen bei der Gaswegnahme, sprich im Schiebebetrieb, wechseln, dann müsst ihr leider davon ausgehen, dass die Kardanwelle mal bearbeitet oder überholt werden muss. Das liegt daran, weil einmal haben wir das Problem, dass das Mittellager irgendwann durchhängt mit der Zeit, weil viele Achter stehen auch viel einfach nur rum. Die Gelenke, die gehen kaputt. Das ist eigentlich theoretisch wie beim Menschen. Alles, was nicht benutzt wird, ja, wird irgendwann schwergängig, verschleißt schneller, geht einfach kaputt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte da schon mal was bei Facebook kommentiert, wenn ihr euch 2-3 Jahre auf die Couch legt und ihr dürft euch nicht bewegen und dann sagt einer, jetzt renn mal, dann werden eure Gelenke sagen, nee, auf gar keinen Fall, das wird schmerzhaft, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren und euer Körper sagt auch, weißt du, das kannst du selber machen, habe ich keinen Bock drauf. Ist beim Auto eigentlich dasselbe. Alles, was benutzt wird, funktioniert lange. Bei dem Auto ist es so, das Fahrzeug muss es leider veräußert werden. Vorteil an dem Auto kann ich euch sagen, die ganzen Arbeiten, die sind schon gemacht worden. Fahrwerk ist komplett überholt, ja, inklusive Stoßdämpfer, alle Lenker ist alles neu. Bremsscheiben vorne, hinten, inklusive Belege, auch neu. Das Fahrzeug hat jetzt zwar 280.000 gelaufen, hat vor, ich will nicht lügen, 35.000 Kilometern ungefähr eine Motorüberholung von mir erhalten. Das heißt, da ist ein nagelneuer Block vom BMW reingekommen, den letzten, den es gab vom M73. Brandneue Kolben, Pleuellager neu, Kurbelwellenlager neu, die Köpfe wurden überarbeitet, das heißt Sitze neu, Führung neu, Schaftabdichtung neu, Ventile eingeschliffen, Steuerketten, alle Dichtungen, alles neu. Das ist alles neu. Dann haben wir die Musikanlage, die hier verbaut worden ist. Also hier ist wirklich auch mittels Rechnung dokumentierbar ganz viel Geld und ganz viel Liebe drin gelandet. Und ja, Preis werde ich hier jetzt natürlich nicht nennen. Seid mir nicht böse, aber das möchte ich einfach nicht. Sondern ich bitte euch einfach, wenn es wirklich einen Interessenten gibt, der dieses Auto zu schätzen weiß und auch sich mit diesem Fahrzeug auskennt und daran Interesse hat, bitte per E-Mail bei mir melden, meine E-Mail-Adresse kriegt ihr noch eingeblendet. Bei weiteren Fragen stehe ich Rede und Antwort, überhaupt kein Problem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich konnte euch helfen. Bis bald.